Ich möchte dir in diesem Video drei Do's zeigen, die deinen Lernprozess boosten, ohne dass du dabei mehr lernen musst. Der erste Punkt ist dein Schlaf. Schlaf ist ein besonderer Zustand deines Gehirns. Für dich ist Schlafen vielleicht eher langweilig, weil da passiert ja nichts. Aber für dein Gehirn hat der Schlaf einen wichtigen Zweck. Während des Schlafs überprüft dein Gehirn, welche Verbindungen es außerhalb der Schlafphase häufiger gebraucht hat und stärkt genau diese Verbindungen. Bedeutet, das, was du gelernt hast, wird im Schlaf in dein Langzeitgedächtnis übertragen. Ein Teil deines Lernprozesses findet also statt, während du schläfst. Gefühlt nichts machen und trotzdem gleichzeitig lernen, das ist doch eine Win-Win-Situation. Aber der Schlaf hat für dein Gehirn noch eine weitere wichtige Funktion. Denn in diesem Zustand werden auch vermehrt Giftstoffe aus deinem Gehirn herausgebracht. Heißt, wenn du zu wenig schläfst, bleiben mehr Giftstoffe in deinem Gehirn und die beeinträchtigen natürlich das Leistungsvermögen deiner Gehirnzellen. Das kann zu einer geringeren Konzentrationsfähigkeit und Aufnahmefähigkeit deines Gehirns führen und damit deine Lernfähigkeit stark beeinträchtigen. Achte deshalb darauf, dass du regelmäßig genügend Schlaf bekommst. Wie viel da genügend ist, hängt von dir ab. Da ist jeder Mensch unterschiedlich. Aber es sollte auf jeden Fall nicht weniger als 6 Stunden pro Tag sein. Der zweite Punkt ist Bewegung. Dein Gehirn funktioniert nur dann richtig, wenn es ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt ist. Diese Stoffe bekommt es aus dem Blut und damit hängt deine Lernfähigkeit auch von deinem Blutkreislauf ab. Wie gut dein Blutkreislauf funktioniert, hängt aber von deinem ganzen Körper ab, weil der versorgt ja auch einen großen Teil deines Körpers. Durch tägliche Bewegung sorgst du dafür, dass dein Blutkreislauf gestärkt wird und außerdem schüttet dein Körper durch Bewegung auch Hormone aus, die sich ebenfalls positiv auf die Lernfähigkeit deines Gehirns auswirken. Unser Körper ist ja auch dafür gemacht, sich zu bewegen, weshalb er das dann auch belohnt. Und wenn du jetzt eher ein Sportmuffel bist, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Positive Effekte erzielt man bereits bei 30 Minuten Bewegung am Tag. Das ist eigentlich nicht so schwer zu erreichen. Außerdem geht es nicht darum, dass du einen Leistungssport betreiben musst. Es geht wirklich rein um die Bewegung. Suche dir deshalb am besten eine Bewegungssportart aus, die dir Spaß macht. Dann schaffst du es auch leichter, die halbe Stunde Sport am Tag in deinen Tagesablauf einzubauen. Der dritte Punkt hat etwas mit den Nährstoffen zu tun, die dein Gehirn braucht, um seine Leistung auch abzurufen. Es geht um deine Ernährung. Du bist, was du isst, gilt im Besonderen für dein Gehirn. Denn dein Gehirn verbraucht 20% deiner Gesamtenergie, obwohl es nur 2% deines Gewichts ausmacht. Und wo kommt die Energie her? Letztendlich aus der Nahrung, die du zu dir nimmst. Genauso werden auch die 1409 Gehirnzellen, die sich in deinem Gehirn pro Tag neu bilden, aus den Nährstoffen gebaut, die du zu dir genommen hast. Deshalb ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung gerade für dein Gehirn wichtig. Wie man sich gesund und ausgewogen ernähren kann, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Aber ein einfacher Anfang wäre schon mal, täglich mehr Obst und Gemüse zu dir zu nehmen. Und auch da kannst du ja mit den Sachen anfangen, die dir schmecken. Außerdem solltest du darauf achten, dass du genügend Wasser trinkst, denn dein Gehirn besteht zu 80% aus Wasser. Da macht es sich also schnell bemerkbar, wenn in deinem Körper Wasser fehlt. An dieser Stelle sollte ich noch erwähnen, dass es aber auch Dinge gibt, die aus deinem Körper raushalten solltest. Zum Beispiel Nikotin. Denn es ist nachgewiesen, dass Nikotin langfristig Gehirnzellen absterben lässt und auch ihre Neubildung drosselt. Bedeutet, regelmäßiger Nikotinkonsum zerstört deine mühsam gelernten Fähigkeiten. Das waren 3 Verhaltensweisen, die deinen Lernprozess boosten, ohne dass du dabei aktiv lernst. Wie du den aktiven Teil deines Lernprozesses verbessern kannst, das zeige ich dir unter anderem in diesen beiden Videos.